Hans Strauß am Piano in der Kunstgalerie im Feuchter Café Bernstein. An den Wänden die Bilder der aktuellen Ausstellung Welttheater. Von bunt bis Ton in Ton, von abstrakt bis gegenständlich. Alles ist erlaubt. Der Kunst werden keine Grenzen gesetzt. Die Künstler sind allesamt Mitglieder im Themenkunstverein, von Hans Strauß vor 15 Jahren gegründet. Der Raum ist groß, lichtdurchflutet. Die Holzkonstruktion verbreitet eine einladende Atmosphäre. Wie kommt es, dass es in Feucht ein privates Non-Profit-Haus gibt, das ausschließlich der Kunst und der Kultur gewidmet ist? Nach dem Tod meines Sohnes hatte ich überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten und dachte mir, der beste Beruf, der für mich möglich sei, ist die der Kunst und gründete den Themenkunstverein. Das ist jetzt mein Beruf. Wie kommen der Themenkunstverein und diese Galerie zusammen? Da gibt es zwei Anlässe. Erstens war die Architektur da. Ich habe schon vor 20 Jahren ein Haus gebaut, mit dem Gedanken, dass das irgendwo der Kunst gewidmet sein soll. Der zweite Grund, Themenkunstverein. Ich glaube, dass die Kommunikation zwischen den Menschen, die nonverbale, nur auf der Grundlage von Themen stattfindet. Und diese Themen, die künstlerisch darzustellen, nicht zu lösen, weil jedes Thema mit Problemen verbunden ist, das hat auf mich einen ganz, ganz großen Reiz ausgeübt. Welche Themen hat sich denn der Themenkunstverein in der Vergangenheit angenommen? Da gibt es drei große Gruppen. Das eine ist Religion, das andere ist Gefühl wie Liebe. Dann physische Prozesse hängt auch mit der Liebe zusammen. Und grundsätzlich die Kultur, die Lebenskultur der Menschen untereinander. Wie verhalte ich mich? Wir haben beispielsweise die nächste Gemeinschaftsausstellung zum Thema auf gleicher Augenhöhe. Das ist Kultur, denn man kann damit auch erklären, wie Hierarchien funktionieren, ohne dass man sie abschafft, was ganz gut wäre. Maler, Musiker, Bildhauer, ja, Schauspieler müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, finden im Themenkunstverein einen Zentralisierungspunkt, haben aber andererseits auch wieder ihr eigenes Netzwerk und sind auch weit über Feucht hinaus aktiv. Das ist richtig und das ist eigentlich auch eine unserer Zielsetzungen, dass sich die Künstler entwickeln können und das können sie nicht nur, wenn sie bei uns sind. Hat auch den Vorteil, dass wir selber auch bei anderen Ausstellungen in anderen Ortschaften oder Regionen mit ausstellen. Wir haben Künstler in der Schweiz, nicht viel, aber immerhin. Und wir haben Künstler, die jetzt auch in anderen Vereinen da sind und mithelfen, dass wir ein Netzwerk machen, das nicht gewerblich ist, sondern einfach sich dem Thema Kunst widmet. Dieser Themenkunstverein wurde gegründet im Jahr 2000. Die Aufgaben, wie sind die da drin verteilt? Nach den Aufgaben, die sich entwickelt haben, aus dem öffentlichen Interesse heraus, wurden dann organisiert in Form eines Beirats. Der siebenköpfige Beirat ist zuständig demnach für Lesungen, für Theater, für Musik, für Festivitäten, für Malerei und was sich sonst noch ergibt. Dieses zweite Leben startete der in Schwaben geborene bayerische Franke Hans Strauß mit 58. Davor hatte der in Würzburg diplomierte Kaufmann unter anderem 15 lange Jahre in der Bank durchgehalten, war 7 Jahre bei Prognos in Basel, bei Pricewaterhouse in Zürich, bei Coopers & Lybrand in London, bei Stanford Research International in Frankfurt und als Berater der EU-Kommission in Tallinn, Bratislava und Omsk in Sibirien tätig. Mein Prinzip war, Kundeninteresse geht vor Bankeninteresse. Damit war die Bank nicht einverstanden, legte mir nahe, ich soll woanders eine Karriere aufbauen. Er ist Pianist und Maler als lebenslänglicher Autodidakt. In seinen Bildern stellt er unzählige Szenen dar, religiöse und weltliche vermengt. Mal zum Schmunzeln, meist aber hintersinnig, komplex und schonungslos. Keine leichte Kost. Sitzt er am Piano, taucht er schon bei seinen ersten Akkorden in seine Musikwelt ein, improvisiert, rhythmisiert und schafft ausdrucksstarke Klangwelten. Da lag es auf der Hand, dass sich mit ihm das Bernstein Trio Plus gründete, das inzwischen weit über Feucht hinaus bekannt ist und bei zahlreichen Kulturveranstaltungen auftritt.
Das Bernstein Trio, so der Name unserer Band, ist natürlich entstanden, weil wir zuerst zu dritt waren. Der Nathalie, dann der Helmut Schleif und meine Wenigkeit. Nur haben wir das Plus hinzugefügt, weil in der Zwischenzeit bis zu 11 Leuten mitspielen und uns die Fantasie zu langweilig wurde zu entwickeln, um da auch dann Sextett, Achtett, Oktett. Wir bleiben lieber bei dem Plus, denn das Plus ist unsere Qualität. Aufgrund der Tatsache, dass er mit einer Pfarrerin verheiratet ist, bezeichnet er seinen Familienstand sehr gerne als Pfarrfrau. Zudem ist er glücklicher Großvater und meint auch sonst, dass er trotz verschiedener Schicksalsschläge Glück gehabt hätte. Dieses und Gesundheit wünsche ich ihm von Herzen, dass viele Projekte weiterhin realisiert werden und dass sein Themenkunstverein eine feste Institution in Feucht bleibt, auch wenn er jetzt den Vorsitz in jüngere Hände übergeben hat. Hören wir eine seiner Musikimprovisationen aus der Zeit der Stummfilme in der Bernstein-Galerie. Und das war so schön und hat uns selber so viel Freude gemacht, dass wir jetzt wieder mal damit anfangen. Und typischerweise natürlich mit den Abenteuern des Prinzen Ahmed, mit Moscheen, mit Turbanen. Und wir wissen ja, wie es gerade auf der Welt aussieht. Und die Turbane, die meisten, die da auftreten, sind unglaublich sympathisch. Vielleicht haben wir das nötig.